Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Der Jens hat es schon angekündigt, wir werden heute einige Informationen bekommen über ein Projekt, 1000 plus heißt es, wo es darum geht, Frauen, die in Not geraten sind, zu unterstützen und sie abzuhalten, dass sie ihr noch ungeborenes Kind abtreiben lassen. Sondern es geht um das Leben. Und ich will gern, bevor wir ein paar Informationen zu diesem richtig guten Projekt hören von Tamara, will ich uns gern in ein paar Gedanken mit hineinnehmen über das von Gott geschenkte Leben. Und vielleicht könnt ihr mal die erste Folie ranmachen. Denn das Leben ist von Gott geschenkt. So wie dieses Bild im Hintergrund schon anzeigt, und da steckt Liebe dahinter. Wir sind nicht einfach so gemacht und entstanden aus dem Nichts. Ich habe drei Bibelverse oder kurze Texte mitgebracht, die so ein bisschen aufzeigen, wie Gottes grundsätzlicher Gedanke zum Leben ist, zu dir und zu mir. Und wir können die uns mal gemeinsam durchlesen. Da steht ganz am Anfang in der Bibel, als Gott seinem Volk diese Lebensregeln weitergibt, die 10 Gebote, unter anderem, du sollst nicht töten. Gott ist also das Leben, was er gemacht hat, unheimlich wichtig. Du sollst nicht töten. Das gilt für jeden, für alle Bereiche. Wir gehen jetzt in den Psalm 139, da wird die ganze Sache noch persönlicher. Dass nämlich ich und du, dass wir erkennen, wie besonders das Leben ist, was Gott uns geschenkt hat. Weil Gott nicht nur Leben gibt, sondern eine Beziehung zu uns will. Und das drückt diese beiden Verse wunderschön aus. Da heißt es, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und ich wünsche es mir, dass wir immer wieder zu diesen Aussagen dieser beiden Verse aus dem Psalm ganz persönlich kommen, weil es ausdrückt, dass wir unseren Schöpfer wertschätzen. Dass wir ihn lieben, dass wir verstanden haben, wie besonders wir sind als seine Geschöpfe. Keine Zufälle. Nichts, was aus dem Ruder gelaufen ist, sondern von Gott gewollt, so wie du bist. Jedes einzelne Kind, was noch ungeboren im Mutterleib ist, über das denkt Gott so, wie dieser Psalm ausdrückt. Und Gott geht mit uns weiter und ich habe jetzt der letzte Vers aus dem Johannesevangelium. Das ist die Situation, als Jesus kurz bevor er wieder in den Himmel auffährt, zu seinen Jüngern spricht und da gibt es diese Zukunftsperspektive, wo Gott sagt, das Leben ist von mir geschenkt, es begann und du bist wertvoll und ich will mit dir in Ewigkeit zusammenleben. Da sagt nämlich Jesus, ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das ist eine Zusage, ein Versprechen Jesu, dass über diesen irdischen Tod hinaus, den jeder von uns, es sei denn, er kommt vorher zurück, erleben wird, dass wir wissen dürfen, es geht darüber hinaus. Weil der Schöpfer des Universums, der gesagt hat, du sollst nicht töten, und der uns wunderbar geschaffen hat, gesagt hat, wir sind geschaffen in Ewigkeit. Das Leben ist auf Ewigkeit angelegt. Die Gemeinschaft mit Gott. Und genau auf diese Gedanken Gottes gibt es ganz oft Angriffe. Angriffe in unserem Umfeld, Angriffe des Gegenspielers Gottes, des Feindes, des Teufels. Und wir steigen mal ein in einen Angriff, der wird uns in 2. Mose beschrieben. Wo
deutlich wird, dass zu allen Zeiten dieses Leben, was von Gott gegeben ist, angegriffen wird. Wo jemand in Frage stellen will, dass dieser Gott, der Leben schenkt, das auch in Ewigkeit geben will. Wo jemand uns aus der Beziehung herausziehen will. Und die beiden Protagonisten, die beiden Hauptpersonen, die in diesem Bibeltext vorkommen, das ist der Pharao, das ist der Nachfolger, als der Pharao, der mit Josef gut befreundet war und der Josef als zweiten Mann in Ägypten eingesetzt hat, gestorben war, war das der Nachfolger Ramses. Ich weiß nicht, ob er so aussah, ich habe das Bild auf jeden Fall gefunden. Und dieser Pharao, das wird in 2. Mose 1 ab Vers 15 beschrieben, der wird von zwei Dingen bestimmt. Nämlich von Macht, er will seine Macht erhalten, und von Angst, dass ihm nämlich diese Macht genommen wird. Und dann gibt es da eine zweite Gruppe, nämlich von Hebammen ist da die Rede, von israelitischen Hebammen, Schifra und Pure. Und die werden im Gegensatz zum Pharao vom Vertrauen und der Ehrfurcht auf Gott bestimmt. Und wir schauen noch mal kurz in den Bibeltext rein. Da wird Folgendes gesagt: Den israelitischen Hebammen Schifra und Pur befahl der ägyptische König, dieser Pharao: Wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt gekommen ist, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen? Könnt ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Als der König sie deshalb zur Rede stellte, erklärten sie, die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die ägyptischen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihren eigenen Familien und Kinder. Und das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Genau das Gegenteil passiert, was dieser Pharao vorhatte. Er wollte dieses Volk, was sie über Jahre verknechtet haben und zur Zwangsarbeit gezwungen haben, klein halten. Und er hatte Angst, dass das Volk immer größer wird und dass es so groß wird, dass es irgendwann rebelliert. Und deshalb hat er sich für diesen Schritt entschieden, alle Jungs sollten getötet werden, alle, die gefährlich sein könnten für seine Macht. Und als der Pharao merkt, mein Plan gelingt nicht, dann bezieht er das ganze Volk der Ägypter ein und sagt, schließlich befahl der Pharao den Ägyptern, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, in den größten Fluss. Nur die Mädchen lasst am Leben. Angriff auf das Leben. Angriff direkt auf Gott, weil er gesagt hat, du bist wertvoll und du sollst nicht töten und ich will in Ewigkeit mit dir zusammenleben. Ein direkter Angriff auf Gott. Und Gott ist größer. Gottes Gedanken und Pläne sind größer als alles Böse und ihr kennt die Geschichte, wie es weitergeht. Die Tochter dieses bösen Pharaos entdeckt beim Baden den kleinen Mose, der ausgesetzt wurde, im Vertrauen, dass Gott diesen kleinen Mose bewahrt. Gottes Gedanken sind größer. Und alles Böse wird von ihm zum Guten gewandelt, wird von ihm gebraucht, muss ihm dienen. Wir dürfen in dieser Gewissheit als Christen unterwegs sein. Und deshalb ist die Frage, wenn wir in unsere heutige Zeit hineinblicken, und Tamara wird uns gleich ein bisschen hineinnehmen, wie aktuell Sie erleben in dem Projekt, wo Leben angegriffen wird, wo Menschen ganz ungeborenes Leben in Gefahr steht und wo Gott damit direkt angegriffen wird. Wo kann dein und mein Einsatz sein? So wie damals diese hebräischen Hebammen, die gesagt hat,
Ich kenne diesen Gott des Lebens und mir ist es wichtig, Position zu beziehen. Die haben ihr Leben riskiert. Oft müssen wir das gar nicht. Aber lasst uns sensibel sein und auf den Heiligen Geist hören, wenn wir in Situationen in unserem Alltagsleben merken, hier sollen wir Stellung beziehen. Hier geht es um das von Gott geschenkte Leben. Tamara, ich übergebe dir. Hier liegt die Fernbedienung. Ja, ich weiß, das ist ein sehr intensives Video gewesen. Uns erreichen täglich solche Frauen. Und genau deswegen stehe ich heute hier, um euch das Projekt 1000 Plus vorzustellen. Als erstes möchte ich euch aber Danke sagen, dass wir eingeladen worden sind und dass ich dieses Projekt heute vorstellen kann. Also herzlichen Dank dafür. Wir fangen jetzt direkt mit einer Frage an. Oft werden wir gefragt, warum tun wir das eigentlich? Warum setzen wir uns so für diese Frauen ein? Und ihr habt es ja gerade gesehen. Es wird einfach wieder Hoffnung gegeben, wo Hoffnungslosigkeit ist. Und gerade wir sehen diese Frauen, die in dieser absoluten Not sind. Und ja, wie diese Frau im Video einfach, das Beste ist natürlich, wenn eine Mama ja zu ihrem Baby sagen kann. Und deswegen tun wir das. Deswegen stehe ich heute hier, um das Projekt vorzustellen. Deswegen setzen wir uns mit Beraterin Tag und Nacht ein, um Frauen zu helfen. Genau. Und natürlich auch für Rückmeldungen wie diese. So. Hier ist die. Ich habe mich für mein Baby entschieden. Maßgeblich für meine Entscheidung war der E-Mail-Verkehr mit dir. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, denn ich liebe den kleinen Manschen jetzt über alles. Auch mit dem Papa bin ich in einer Beziehung. Somit haben sich alle Probleme von selbst gelöst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast mir so sehr geholfen, das glaubst du gar nicht. Genau, also ich finde solche Aussagen enorm bewegend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, dafür blutet einfach mein Herz. Hier sehen wir auch nochmal Bilder von der Person, die das geschrieben hat, wo einfach dieses kleine Baby leben darf. Aber wie erreichen wir jetzt ungewollt Schwangere? Also, eine Frau, die einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, geht oft ins Internet, um sich in einer Google-Suchmaschine Rat und Hilfe zu suchen, gerade wenn es sozusagen überraschend ist. Ja? Unter den Suchergebnissen finden diese Frauen dann unsere Beratungsseite Profemina. Genau, das seht ihr ganz oben, die erste, .org. Und die wird dann angezeigt und viele kommen über diese Homepage, wie die Frau im Film, durch diesen Abtreibungstest, dann zu unseren Beratungen. Genau. Damit ihr so ein paar Zahlen im Kopf habt, also im deutschsprachigen Raum werden etwa 1000 Frauen pro Monat beraten. Das geht über einen E-Mail-Verkehr einher, über Telefon, über Online-Foren, aber natürlich auch über die Face-to-Face-Gespräche, also die persönlichen Gespräche in Beratungszentren. Genau. Aktuell sieht die Lage jetzt ja so aus mit Corona, dass es Kontaktbeschränkungen gibt. Allerdings verfügen wir halt über ein jahrelang erprobtes Konzept und dadurch läuft eigentlich telefonische und schriftliche Beratung einwandfrei. Genau. Hier seht ihr nochmal die Seite, die Homepage. Genau. Uns bewegt die Not der Schwangeren in erster Linie. Und ja, jetzt kommen wir einfach zu den häufigsten Gründen, warum Frauen glauben, ihr Baby nicht bekommen zu können.
Hier haben wir einmal ein Modell aufgelistet und ich gehe jetzt auf die drei Kernpunkte ein. Ihr seht, die Partnerschaftsprobleme, das sind 44%, warum Frauen denken, dass sie ihr Baby nicht zur Welt bringen können. Und tatsächlich stecken da instabile, nicht geklärte Beziehungen dahinter. Und wir haben es oft auch in den Beratungen schon erlebt, dass der Mann die Frau unter Druck setzt, eine Entscheidung zu treffen, entweder ich oder das Kind. Dann gibt es natürlich die biografischen Probleme. Man hat ja doch gerne, oder auch wir Deutschen, denke ich, ich kann mich da auf jeden Fall einschließen, gerne so eine Lebensplanung oder so einen Fünfjahresplan vor Augen. Und ja, da ist das Studium drin, da ist die Ausbildung drin, vielleicht auch noch ein Auslandssemester. Und das Baby kommt dann unpassend, ungelegen. Also es ist zu früh, es ist zu spät, man ist nicht in einer festen Beziehung. Man möchte gerne jetzt gerade die Karriere vorantreiben. Genau, das sind die biografischen Probleme, warum sich eine Frau gegen ihr Kind entscheidet. Und dann schlichtweg Überforderung. Gerade wenn eine Frau schon zwei Kinder oder auch drei Kinder hat, irgendwann ist man am Limit. Und ja, das sind jetzt die drei großen Baustellen. Ja, und diese Frauen, gerade in dieser auch besonderen Lage, jede Frau, die auch mal schwanger war oder auch ein Mann, der das erlebt hat an seiner Frau, weiß, dass schwangere Frauen einfach auch ganz besonders viel Schutz und Hilfe brauchen. Auch Stabilität einfach in ihrem Umfeld, Bestätigung. Und das möchten wir einfach den Frauen durch unsere Beratung auch geben. Genau. Hier steht es nochmal, wir wollen ihnen Schutz und Liebe geben. Und das Letzte, was wir ihnen sagen möchten, sind irgendwelche Urteile oder auch Schuldzuweisungen. Genau, deswegen bieten wir umfassende Informationen, aber natürlich auch eine echte Beratung. Bei uns ist es so, oder was unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die Zeit den Frauen geben, die sie auch benötigen. Das heißt, das ist individuell auf die Frau abgestimmt und wir nutzen auch das Mittel sozusagen, was ihr am meisten gut tut. Manche Frauen melden sich tatsächlich nur über E-Mail und schreiben auch nur E-Mails und manche bevorzugen halt die Face-to-Face-Beratung. Und dann kann auch mal ein Beratungsgespräch 1, 2, 3 Stunden gehen, je nachdem, wie viel die Frau nötig hat. Also es wird auf das Bedürfnis der Frau abgestimmt. Genau. Und was ich da einfach Schönes sagen kann, ist, dass 65% der Schwangeren, der Frauen, die da sind, sich für das Baby entscheiden. Die eigentlich gesagt haben, ich möchte es gar nicht, das überfordert mich, das ist mir zu viel. 65% sagen danach ja, weil ihnen einfach diese Hilfe, dieser Schutz, ja, und auch diese Liebe geboten worden ist. Genau. Und hier habt ihr noch mal ein paar Zahlen. Wir haben im Jahr 2020 13.762 Frauen alleine beraten. Und unser Projekt ist 2009 gestartet. Und es sind mittlerweile 67.384 Frauen, die beraten worden sind. Und wir träumen davon, dass es immer mehr wird, dass wir einer der wichtigsten ja, auch Organisationen werden, die Schwangerschaftskonflikte einfach ja, beraten oder den Frauen wirklich eine Hilfe sind und wirklich ja, zu ihren Bedürfnissen beraten können. Genau. Zum Schluss seht ihr ja da hinten schon die Babyflaschen und nach dem Gottesdienst werden wir die verteilen und wir haben diese Babyflaschen als Spendenboxen umfunktioniert. Da steht auch noch mal ein kleiner Zettel drin, was das genau bedeutet. Und unser Anliegen ist, dass 1000+ möglichst bekannt gemacht wird. Also ihr könnt die Babyflasche dann mitnehmen, ihr könnt sie auch in eurem sozialen Umfeld zeigen, wenn jemand zum Beispiel im Kindergarten oder Schule arbeitet oder in einer Arztpraxis oder wo auch immer, einfach werben für dieses Projekt. Natürlich kann man dort auch die Spenden hineingeben, auch von Freunden und Bekannten. Und innerhalb von 3 Wochen können die dann hier in der Gemeinde vor Ort wieder abgegeben werden.
Und wir haben auch noch weitere Informationsbroschüren über unser Projekt natürlich vor Ort liegen. Genau. Und ich möchte da einfach nochmal vielen Dank sagen. Danke, dass ihr uns auch jetzt schon wirklich unterstützt, dass wir hier sein dürfen. Und danke für die Aufmerksamkeit.